herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Ja, endlich ist es soweit, es geht weiter mit dem Let's Play. Sorry, dass es irgendwie letzte Woche gefühlt gar nicht kam. Genau, 13.04 Uhr am Montag, den 5. August. Also ich nehme das wirklich auch an dem Tag direkt auf, wo es rauskommt. Eine Dreiviertelstunde davor, das sind immer gute Startbedingungen von dem Part. Hashtag I know. So, sorry, dass meine Facecam hier, glaube ich, ein bisschen falsch angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung, wieso ich hier auf einmal so dunkel gezeigt werde. Sorry dafür. Ich hoffe, dass ich das bis zum nächsten Part behebe. Weil das sieht in der Tat ein bisschen gruselig aus. Ich kann mal schauen, vielleicht habe ich irgendeinen Filter versehentlich mal. Das sehen wir mal. Nö, aber das sieht eigentlich normal aus. Das ist komisch. Egal, schau, das ist Baby. Aber vielleicht ist es auch nur an meinem Monitoreinstellung, dass es gerade so komisch ist. Ah ja, die Post, die man mir herrlich zustellen kann. So, also das Projekt kommt wirklich wieder jeden Tag. Ich entschuldige mich von tiefstem Herzen, dass es jetzt so in letzten Wochen kaum kam. Weil ich liebe dieses Let's Play Animal Crossing. Und ich will erst, bis New Horizon rauskommt, nächsten März, will ich hier auch nochmal krass weiterkommen. Ich entschuldige mich, weil ich will, dass alles hier weitermachen. So, aber jetzt starten wir wieder so 105% durch hier. Ist für euch das. Kommt auch ab jetzt ein Tag, auch wenn ich im Urlaub bin, dann nehme ich fleißig vor auf, dass da zumindest Animal Crossing kommt. Tomodachi Live sieht ja eher dann ein bisschen schwer aus mit Voraufnehmen, aber immerhin Animal Crossing wird kommen. Zusätzlich so Sommerprogramm und ihr werdet es schon sehen. Die Sommerferien über kommen noch die ganzen derzeit offenen Displays und dann nach den Sommerferien fängt da ziemlich bald Legend of Zelda Link's Awakening an, was wir dann mit den Sun Let's Playen werden. Also da werde ich demnächst nochmal ein Infovideo machen. Wie ich erkläre, wie das hier mit Let's Plays und so weitergehen wird. Lul. So, zuerst sammeln wir ein paar Früchte. Bringen die zurück, dann schon mal was unserer Projekts mit der. Ich glaube, was war denn das? Campingplatz oder irgendwas? Nee, irgendwas war das, was wir da bauen wollten. Schauen wir, ob wir dann sicher genügend Spenden haben. Wenn nicht, werde ich da auch noch was nahe reißen, damit das funktioniert. Ihr wisst ja übrigens, Leute, generell alle Beispielpart 14, also alle Rundenparte sind Community-Parte. Allerdings glaube ich, der nächste Runde-Part, da bin ich schon im Urlaub, wenn er kommt. Das heißt, der wird dann kein Community-Part sein. Es ist dann erst, wenn ich halt nach der Gamescom, wenn ich wieder da bin. Mit der nächste Community-Part wahrscheinlich erst stattfinden. Ja, dann wisst ihr Bescheid. Aber die wird es auf jeden Fall auch wieder geben. Weil das ist so ein tolles Let's Play hier an sich, was mir so viel Spaß macht, auch das zu spielen. Ne? Das ist, das ist wirklich schön. Habt das Spiel auch vermisst, lol. Muss ich das alles sagen. Wenn es ein bisschen ehrlich sein soll. Weil ich finde, Animal Crossing ist gerade so ein Spiel, das beruhigt übelst, wenn man das so spielt. Da kann man, wenn man es am Ende vom Tag spielt, kann man dann übelst runterfahren. So, heute spiele ich das am Vormittag und nehme noch schnell Part auf hier, damit ihr auch einen habt. Ist ein bisschen blöd organisiert, ich weiß, I'm sorry. Aber ich habe euch versprochen, dass es hier ab Montag, den 5. August, wieder komplett losgeht mit Let's Plays. Und dann wird es das auch. Damit ist ja was das Presse, das wird auch gehalten, lol. Jawohl, so sieht's aus. So, ich glaube, das sind erstmal genug Früchte für den Anfang, die wir erstmal zurückbringen. Aber wer ist denn hier? Robert, ob es wohl heute mal zur Abwechslung etwas gibt, das es haben will? Ja, die haben, ach komm, so viele. Die haben doch hier deutlich mehr als Nippes, aber okay. Ja, was nehmen wir denn? Alle Früchte verkaufen wir, die wir hier haben. Das sind ein paar. Das sind halt lustigerweise erst ein paar. Ja, nehmen wir mal die hier. Ja, das ist alles. Ja, wunderbar. Das werde ich gleich in die Uhr rein stopfen. Die ganzen 10.000 Sterne, die wir dafür bekommen haben. So, was haben wir noch, was wir hier heute haben? Was ist das? Fernostpuppe, oh nee, Puppen habe ich Angst.
Ich sag nur, Saki die Mörderpuppe. Ich tatsächlich, ich finde Puppen nicht sympathisch. Ich habe keine Angst vor denen in dem Sinne. Aber ich finde die halt nicht so sympathisch. Ne? Oh, dann lassen wir es lieber doch sein, denke ich mir nur so. Also, ah. Puppen können gruselig sein. Ja, das können sie. So. Schauen wir doch mal noch nach hinten. Zu dem Supermarkt, ob wir da irgendwas krasses heute haben, weil da will ich ja auch das Haus auch ganz gerne immer sehen, Part hin und so. Ja, Part heute wird auch nicht so derbe lang und die nächsten Parte, wenn ich es voraufnehme, weil es will jetzt wieder euch Content geben, weil verdient habt ihr es definitiv. So, ja, buenos dias, Senor. Was haben wir denn hier alles so krasses heute? Oh, eine Nähmaschine! Die habe ich für irgendwas Übles gebraucht, und damals nicht bekommen. Ich weiß nicht mehr für was, aber die nehmen wir uns jetzt definitiv, weil dann müssen wir keine mehr suchen gehen. Wunderbar, dass wir jetzt endlich einen haben. Ich glaube, so ein Radio haben wir schon. Deshalb lassen wir das erstmal hier. Das heißt vor allem so die Aesop-Musik, das mag ich eigentlich richtig gern. Sternblitter. Nee, brauch's auch nicht. Also eigentlich ist das voll viel wert oder so. Hat irgendwer Pi wie. Weil was das besonders im Sternensplitter ist, gerne damit ab in die Kommentare. Ich lese die mir immer durch. Ein Megafon. Das nehmen wir doch definitiv. Damit kann sie immer so rumplären. Sonst, sowas braucht man. Nee, das ist nicht. Ja, dann erklär doch mal. Das Megafon kannst du benutzen, nach einem oder anderen zu rufen, die draußen herumlaufen. Oh ja, das ist natürlich sehr cool. So, ja, das ist ja sehr praktisch, dass das so funktioniert. Was haben wir noch hier? Gold fürs Papier. Ah, was zum Henker ist das? Erst begutachten. Ah lol, das ist so Papier. Für Briefe oder was? Ja, finde ich 180 Sterne ist schon ein bisschen viel. Nicht wirklich mein, sorry. Eine Sache interessiert mich noch, nämlich die hier. Das ist so ein Böller, oder? Fontäne. Ja, ja, die kann man richtig entzünden. Ach, stimmt, ja, das ist ehrlich, ja, für dieses Silvesterfeuerwerk, was irgendwie immer im September war. Richtig. Ja, da, da war was. So, jetzt werde ich das restliche Geld, was ich hier habe, spenden und mir dann neues holen. Weil wir wollen, dass das wieder auch immer gerade gebaut haben, fertig wird. Obwohl ich gerade nicht mal weiß, was es war, wenn es ehrlich sein soll. Aber das werden wir schnell vermutlich wieder jetzt herausfinden. Ja, ja, was? Campingplatz war es doch. Leute, ich dachte nicht, wir sind fertiggestellt. Wie viel fehlt denn noch? 19.000. Ja gut, dann machen wir wirklich mal hier 10.000. Was eine große Summe ist. Und dann Rest könnt ihr gerne mal spenden in-game. Am nächsten Community-Part zum Beispiel. Der erst nach den Ferien sein wird, aber immerhin. So, jetzt gehe ich in mein Haus, tu mein Stuff abliefern. Und werbe dann an mein eigenes Haus den Geldautomaten, den ich echt cool finde, mir wieder Geld holen. So läuft der Hase. So, jetzt haben wir einiges gekauft. Einrichten muss ich mir da immer was komplett überlegen.
weil ich mich jetzt einfach alles so random hier in den Raum stelle. Da müssen wir jetzt erstmal über den Ausbau und so weiter Gedanken machen. Weil das ist eine wichtige Geschichte, vor allem hier im Keller. Wirklich so ein Abstellkeller, wo alles irgendwie nur rumsteht, was ich hab. Weil ich halt so ein krass viel Stuff, aber trotzdem. Irgendwie irgendwo steht das halt alles hier auch nur rum. Und das ist langsam relativ viel Zeugs, was hier AFK rumsteht. Tja. Na gut, bringen wir auch mal was hier in unseren schönen Schrank hier rein. Ich glaube, aber komplett voll. Ne, fast komplett voll. Ich mache da noch die Stoppuhr. Das Megafon rein. Das ist so generelle Ausrüstung, die braucht man ja immer. Und dann ein B. Tun wir mal das hier rein. Wir haben mal 99.000 Sternis. Lass es jetzt aber hier drin tatsächlich, weil die verrecken ja nicht. Gut, wir lassen ja bei denen, da haben wir da immer noch so einen Notkrossen im Schrank. Und ich will abheben. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich besetze einiges Geld, dann machen wir mal. 50.000. Dann habe ich jetzt wieder ein bisschen Geld, mit dem ich so rumlaufe, so ein kleines bisschen immer. Und da gehen wir jetzt einfach mal zum zum Nook und Hausausbau, das machen wir glaube ich im nächsten Part. Jetzt bin ich erstmal froh, dass wir tatsächlich die Nähmaschine haben. Weil die haben wir erst vor langer Zeit mal gesucht. Ich weiß ja nicht mal wegen was. Aber wegen irgendwas hat wieder übelst lang getan auf diese Nähmaschine gesucht, ey. Umso zufriedener bin ich, dass wir die jetzt gefunden haben. So. Und ja, im nächsten Part werden wir uns dann endlich um den Ausbau von unserem Haus kümmern. Dann in Folgeparten eventuell was dann so an uns einrüsten und ein bisschen ordnen. Wird sich dann zeigen, wie wir das irgendwie logisch machen. Aber es wird sich schon irgendwie zeigen. Hoffe es. Jetzt würde ich mich freuen, wenn es euch wieder gefallen hat, wenn ihr eine positive Wertung da lassen würdet, wenn ihr Ehre habt. Und das habt ihr alles dieses. Habt ihr hier den Channel abonniert und allein das ist doch ein Zeichen für Ehre. Wir kommen jetzt fast, ob die Facecam jetzt irgendwie wieder passt. Ich habe keine Ahnung, was davon los war. Vielleicht waren es einfach nur meine müden Augen, weil ich einfach erst irgendwie von einer halben Stunde aufgestanden bin. Was irgendwie ziemlich traurig ist dafür, dass es jetzt irgendwie so nach 13 Uhr ist. Ihr seht schon, mein Schlafrhythmus ist ziemlich für den Arsch. Aber ja, ist ja normal, ne? However. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute von dem Part. Morgen geht's weiter mit Animal Crossing New Leaf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao!